So, meine Damen und Herren, kommt mal mit, ich zeige euch mal was. Und zwar werdet ihr hier gleich sehen, ich mache jetzt den Test vom 1er BMW, wie gesagt vom 128 Ti, mache ich den Test. Und ich werde jetzt den Test machen zu diesem Modell. Zwar werdet ihr hier gleich sehen. Das ist ein Dreizylinder 118. Mal schauen, wie der Unterschied ist. Der Unterschied von der Rückansicht ist schon mal brachial. Was mich verwundert hat, dass der Dreizylinder die Sportanzeige im Radio hat. Und vor allen Dingen, dass die Anzeige der G-Kräfte bis 0,8 G hochgehen. Der Dreizylinder hat auch laut dieser Anzeige 240 Newtonmeter Drehmoment. Straßenlage ist, der sich eine Kurve fährt. Ja, ja, von welche? Gequietscht hat auch nichts. Aber mit dem Drehmoment, 240 Newtonmeter, da war er schon am Ende. Da wird nicht mehr kommen, höchstens zu drehen her, aber der wird seine maximale Leistung an der Hand bei 6,5. Wir hatten den Dreizylinder zur Verfügung gestellt bekommen und dachten uns, da er eine ganz magere Ausstattung hat, da machen wir doch mal einen Test zu unserem 128 Ti mit Vollausstattung und schauen mal, was der so kann. Also man merkt schon, der schaltet nicht so hoch. Trotz Sportmodus, Sportindividual, der lässt den Motor nicht so hoch drehen, der Dreizylinder. Also es kann schon Sinn, dass der wirklich nicht so viel aushält oder dass die das haben wollen, dass er mehr, sag ich jetzt mal, längere Lebensdauer hat, der Motor. Das heißt, du könntest unter Umständen, wenn du manuell schaltest, könntest du höher drehen lassen. Und gucken, was noch geht, ne? Aber dann muss ich mit dem Schalthebel, weil der hat ja keine Lenkradwippe, dann muss ich mit dem Schalthebel schalten. Plus und Minus, weißt du? Das geht noch gehen. In Sachen Sparen, in jeglicher Hinsicht, da hat der Dreizylinder definitiv die Nase vorn. Was man sagen kann, der Dreizylinder ist nicht nur in der Anschaffung günstig wegen dieser mageren Ausstattung, er ist auch günstig in Sachen Benzinverbrauch. Man kommt sicher von A nach B und kann dabei auch noch Benzin sparen. Ich bin so, für den Stadtverkehr reicht es.
Klar ist auch, dass BMW in Sachen Preis Abstriche machen muss. Man sieht hier im Innenraum sehr gut, dass viele Materialien einfach andere Materialien sind, im Gegenzug zum 128 Ti. Wenn man die Vollschalensitze gewöhnt ist, sind die Sitze im Dreizylinder erstmal gewöhnungsbedürftig. Jetzt machen wir einen Schwenk zum 128 Ti. Der Unterschied der zwei Motoren fällt schon beim ersten Blick direkt auf. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Fotos vom 128 Ti. Wie gesagt, mein BMW ist genau das Gegenteil vom Dreizylinder. Wie gesagt, das Fahrgefühl zu dieser PS-Leistung oder Klasse ist ein komplett anderes. Auch das Soundsystem, das Harman Kardon zum Standard-Soundsystem, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich möchte euch zum Schluss dieses Videos noch einen Vergleich vom Auspuffsound zeigen.